Heute geht es weiter mit Rival Stars Basketball. Wir klicken hier einfach mal Wurf, zocken gegen die hier und dann bin ich mal gespannt, ob wir das packen. Wir gehen auf Spielen und los geht's. So, ich bin mal gespannt, wie es so abgeht. Fortfahren. Gut, wir führen erstmal, das ist schon mal schön. Angreifer-Duell, alles klar. Also muss ich einen guten Angreifer hinpacken. Da würde ich sagen, nehmen wir den. Boom. Jetzt knallen wir gleich ein paar Bälle rein. Yeah, jetzt führen wir schon 13 zu 4 Powerplay, alles klar. Yeah. Wir haben ein paar Punkte gemacht. Weiter geht's. Komm schon, mach schon. Wie viele Punkte haben wir? Verteidiger-Duell. Jetzt müssen wir einen Verteidiger auswählen. Ich gucke mal hier oben, welcher gut ist. Ja, wieder nehmen wir doch den. Und dann klatschen wir den gleich weg. So, jetzt machen wir gleich wieder ein paar Punkte. Jo, das läuft auf jeden Fall sehr gut. 51 zu 25. Also wir haben mehr als das Doppelte von denen. Jetzt ein Verteidiger-Duell. Da würde ich sagen, nehmen wir ihm Check. Oha, unentschieden. Ah, haben wir versagt. Naja, dumm gelaufen. Alter, ist jetzt. Jetzt macht der gut Punkte. Angreifer-Duell. Da können wir nehmen, wen wir wollen. Dann nehme ich den. Und den klatschen wir gleich nochmal weg. Yo, geile Sache. Jetzt holen wir auch gleich nochmal ein paar Punkte. Zack. Wie viel haben wir? 73 zu 47. Jetzt gibt es nochmal ein Powerplay. Jetzt spiele ich dahin. Yeah, haben wir gleich wieder zwei Punkte gemacht. Cool. Dann jetzt weiter. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Jetzt machen wir auch gleich wieder Punkte hier. 57 zu. Wiss ich jetzt ja nicht. Jetzt können wir nur ihn nehmen und klatschen ihn natürlich weg. Sehr schön. Alter, das Spiel macht echt überall Laune. Jetzt machen wir hier gleich nochmal ein paar Punkte. Haben wir die 100? Ah, nicht mal die 100 erreicht. Spiel vorbei. Aber wir haben gewonnen. 57 zu 99. Also ich würde sagen, die haben wir richtig abgezogen. Die Epzialisten sind am Durchstarten, würde ich sagen. Wir gehen auf Weiter und gehen nochmal auf Weiter. Erledigt. Werte Spieler mit den gewonnenen Karten auf. Alles klar, das machen wir dann später. Das können wir hier machen. Aufwerten können wir dann hier. Aufwertung ist wichtig, um bessere Rivalen zu besiegen. Alles klar, jetzt gucken wir hier auf die Basiskarte. Ah, jetzt können wir hier ihn pimpen. Ich würde sagen, da pimpen wir den gleich mal. Und dann können wir einen anderen Ruf ziehen. Ah, ja. Können wir uns da aussuchen, welchen wir nehmen? 140, 183. Den hätte ich gerne genommen. Ah, ja, nehmen wir den. Jo, und jetzt gehen wir auf Aufwerten. Alter! Wie krass ist der denn jetzt geworden? Cool. Gut, hiermit möchte ich mein Video auch erstmal beenden. Den zeige ich euch dann im nächsten Video auf jeden Fall, wie der so abgeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!